Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Hermet TV. Ja, mittlerweile befinde ich mich auf dem Pferdenden Leitnersteg. Ja, wie man jetzt hier unten sieht, wird hier gerade der Zulauftunnel vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof gebaut für die U14, weil ja die verlegt werden, die Haltestelle der Staatsgalerie verlegt werden musste wegen des Bahnhofes. Ja, und das andere geht natürlich bis auf die andere Seite. Da hat man jetzt betoniert, die Decke betoniert und wie gesagt, das geht bis auf die andere Seite, ich zeige es euch gleich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob da natürlich der Verkehr drüber gelegt wird oder deswegen so gemacht hat, aber wir werden da dranbleiben. So, bis gleich. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum hier alles eingezäunt ist und Tischtennisplatten, Mülleimer, Tore und so weiter hier alles steht. Ganz einfach. Das ist der neue Pausenhof von der Königin Katharina Schule. Weil denn ihr Pausenhof war jetzt gerade wegen Nesenbach-Tykus eine Baustelle und deswegen ist hier der neue Pausenhof von der Schule. Ja. Und wir gehen jetzt ein bisschen mal den Weg von hier darüber, wo die Kinder immer laufen müssen. Ja, welches Kind hätte nicht so einen Pausenhof im Schlossgarten? Das ist doch mega, oder? Also, ich habe keinen Pausenhof im Schlossgarten gehabt. Ja, so, jetzt gehen wir praktisch mal, ich nehme euch mit auf den Weg zum Hessenbach-Düko auf der Hinterseite. Ja, hier ist übrigens die Königin Katharina Stift, also praktisch das Schulgebäude, wo heute noch als Schule genutzt wird. So, und wir sind jetzt auch gleich hier angekommen. Und da ist schon Werbung für Staatsgalerie und so weiter. Aber was ich euch zeigen möchte, zeige ich euch, wenn ich irgendwas finde, wo ich durchführen kann. Machen wir es von hier. So, das ist der alte Verlauf vom Nesenbach. Dieses alte Gemäuer, wo ihr da seht. Na. Das war praktisch das alte und der Beton hier wurde damals schon mal verlegt wegen der U-Bahn, wo die gebaut worden ist. Und jetzt verlegt man ihn wieder und zwar hier rum. Ja, jetzt wird er praktisch hier rum verlegt und läuft dann praktisch da hinten in das viereckige Kästchen rein, wo der rote Container steht. Das ist der neue Verlauf vom Nesenbach-Typ und der geht dann praktisch durch den Schlossgarten, wo wir jetzt vorher gefilmt haben, runter. Da liegen dann rechts und links jeweils Rohre und das ist bloß der große Teil und dann geht es runter unter dem neuen Bahnhof durch und auf der anderen Seite wieder hoch in den alten Bestand.
So, das war jetzt mal vom Lesenbach-Düker und jetzt nehme ich euch mit rüber. Jetzt kann ich bloß nicht durch das Haus schauen, aber so ungefähr in diese Richtung liegt Baufeld 24 und 25 und bis dahin sage ich bis gleich. Ja, wenn ich jetzt gerade hier auf diesem Tunnel stehe, dieser Tunnel wird verlegt, ein bisschen nach rechts verlegt, um dass er nachher auf dem Zulauftunnel beim Baufeld 24 drüber läuft. Aber das zeige ich euch. So. Ja. Also bis gleich. Ja, jetzt sind wir mal eine Weile nicht in Stuttgart. Und was sieht man? Es hat sich so einiges geändert. Da ist die Deckenplatte von der Zulauftunnel schon drin. Hier haben wir Tunnelwände für den Autotunnel später noch drin. Ja. Und da drüben haben wir mittlerweile auch schon betoniert und auch schon wieder eingeschaltet zum Betonieren und zum Armieren. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von da drüben an, von der Ecke. Bis gleich. Ja, und hier sieht man auch eine eingeschaltete Wand. Ob die schon betoniert hat, ist, das sehe ich jetzt nicht. Das kann man von der anderen Seite sehen. Aber was ich sehe, ist, dass hier drüben die Deckenplatte schon mal armiert wird. Ich denke, das schauen wir gleich uns vom Eck aus an. Also bis gleich. Also wie man sieht, wird hier gerade die Deckenplatte armiert. Und aber es schaut mir aus, als wenn diese Stützwand noch nicht betoniert wäre. Ja. So, und auch hier hat man wieder so eine Erhöhung eingebaut. Und zwar, weil auch wieder da drunter, unter dieser Erhöhung, keine Stützmauer ist. Das heißt, da sind Weichen drunter und deswegen hat man da erhöhen müssen. Und ich denke mal, weil jetzt da drüben auch eingeschaltet ist für eine Stützwand, für eine Seitenwand, ja. Also da muss man gucken, wo der Autotunnel gebaut wird, na, wo der rauskommt, ob der jetzt hier gleich rauskommt oder da drüben rauskommt, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt auch keine genauen Pläne gefunden, aber irgendwo da Hanna muss der Autotunnel dann kommen, ne? Von der B14. So, das nächste Video wird sein vom Wundersteg, also in diesem Video noch, aber dann sage ich bis gleich. Ja Leute, könnt ihr euch an euch erinnern, wenn ich das letzte Mal hier war, auf dem Bullesteg? Richtig, im August. Und da haben sie gerade angefangen, mit Schotter aufzufüllen. Und surprise, das waren jetzt die ersten Autos. Ja, man hat das asphaltiert. Und jetzt hat man da ein paar Schuhe draufgelegt. Und alles, was jetzt hier rechts und links noch braun ist oder grau, das ist noch von der Behelfsbrücke, und um die abzubauen hat man jetzt hier asphaltiert, und jetzt hier auf der linken Seite ist man sogar schon dabei, diese Bohrpfähle abzuschneiden. Ja, die bleiben
also praktisch im Boden drin. Die werden bloß abgeschnitten und dann mit zugeschüttet. Ja. Und dann kann man anfangen, diese grauen Felder abzubauen. Ja, so, und jetzt bis gleich von der neuen Haltestelle Staatsgalerie. Bis gleich. Ja Leute, ich stehe jetzt hier am Zugang zum Bullesteig und schaue auf die neue Haltestelle Staatsgalerie. Ja. Im Vordergrund seht ihr die Treppenhäuser und noch ein Stück vom Zulauftunnel für die neue Haltestelle Staatsgalerie. Und jetzt zoome ich mal rauf. Und dann kann man das geschwungene Dach etwas sehen. Und auch im Hintergrund, wie dann die Stadtbahn nachher wieder in den Tunnel reinfahren. Und rechts, ganz außen, geht dann die Stadtbahn zum Hauptbahnhof weg. Ne? So, also das war jetzt mal die neue Staatsgalerie. Also die Staatsgalerie. Die Mitte oder Ende nächstes Jahres, da habe ich jetzt vergessen zu schauen, aber das trage ich nach. Dann eröffnet wird. Und wenn dann da die neue Straßenbahn, also die Haltestelle eröffnet ist, wird dann praktisch dieser Teil hier, wo jetzt die Autos fahren, als Baugrube eröffnet ist, dann Baugrube 23. Na, weil 22 ist hier drunter, ist schon fertig vom Tunnelbauwerk. Und Tunnelbauwerk 23 ist hier, wo die Autos noch fahren. Und das wird dann eröffnet, wenn hier die neue Haltestelle Staatsgalerie fertig ist. So, das war jetzt mal mit diesem Video vom Baufeld 9 bis zur Haltestelle neue Staatsgalerie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Ne? Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man jederzeit kostenlos abonnieren. Und auf der rechten Seite gibt es ein Glöckchen, das kann man aktivieren. Und dann auf alle gehen, da gibt man jederzeit Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und das ist in der letzten Zeit wieder sehr, sehr häufig. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video auf MTV. Und das kommt jetzt noch hier vom Bahnhof, aber von der neuen Wartehalle am Stuttgarter Bahnhof vom Kopp-Kiesinger Platz. Und das wird das letzte Video sein für heute. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis nachher am Kurt-Kiesinger-Platz. Tschüss!